Wie erkenne ich Fake Shops? Fake Shops sind mittlerweile sehr schwierig zu erkennen. Es gibt einige Indizien. Punkt Nummer 1, Preise. Teilweise sind die Preise zu schön, um wirklich wahr zu sein. Punkt Nummer 2, Zahlungsart. Das heißt, in Fake Shops kann ich meist per Vorkasse bezahlen. Ich muss erst zahlen, bekomme aber dann die Ware nicht. Punkt Nummer 3, es handelt sich meist um Markenware, die sogar sehr günstig angeboten wird. Und Punkt Nummer 4, ich finde nirgendwo im Netz irgendwelche Bewertungen oder Kommentare dazu, weil meist Fake Shops sehr schnell aufgemacht werden, sie ziehen das Geld ein und schließen unmittelbar später wieder. Gab es in deinem Freundeskreis schon mal Opfer von Fake Shops? Ja, tatsächlich hatte ich eine Bekannte gehabt, die vor 3 bis 4 Jahren auf diese Thermomix-Welle aufspringen wollte. Damals wurden sie zu 1200 Euro angeboten. In einem Online-Shop konnte meine Bekannte sie für 800 Euro kaufen. Hat natürlich zugeschlagen. Leider war es ein Fake-Shop. Das Geld war weg und die Ware kam nie an. Ganz kurz noch in die Zukunft geblickt. Wie sieht die Betrugswelt in 10 bis 20 Jahren aus? Super schwer zu sagen. Betrüger gab es früher schon, auch bevor es das Internet gab, wird es auch in Zukunft hundertprozentig geben. Das heißt, die Maschen, wie Betrüger versuchen, auch an Geld zu kommen, auch an mein Geld zu bekommen, das wird sich extrem weiterentwickeln. Es wird immer professioneller und umso wichtiger ist es, dass ich gewisse Anhaltspunkte habe, wo ich erkennen kann, diesem Shop kann ich vertrauen, wie beispielsweise einem Käuferschutz oder dem Trusted Shops Gütesiegel. Vielen Dank. Gern geschehen.